Können Sie doch nochmal halten gehen? Ich würde mich am liebsten auf den Boden setzen, aber schlecht Luft. Oh, ein bisschen Kälte. Ich habe erstmal eine Frage. Wer von euch hat denn schon diesen Bericht von Spiegel TV gesehen über die Mahnwachen? Mal kurz zum Handzeichen. Wer hat den schon gesehen? Bericht von Spiegel TV über die Mahnwachen. Was haltet ihr davon? Ja. Ich habe dort gleich eine Videoantwort hochgeladen und da auch, ruf auch jeden dazu auf, vergesst nicht, jeder von euch hat ein Handy, die können alle Filme machen. Ihr müsst eure Stimme nicht abgeben, macht ein Video, ladet das hoch, wir können eine Präsenz dort erreichen, eine mediale Präsenz. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, was für eine Unverschämtheit das ist, was die dort im Spiegel geschrieben haben, oder? Mir fehlen echt einfach die Worte. Wie offensichtlich muss es noch sein, was für eine Propaganda das ist, welche Lügen dort verteilt sind. Laut denen sind wir wirklich alle braune Antisemiten. Seid ihr das? Nein! So sieht's aus, ne? So, ich würde aber auch gar nicht groß drauf einsteigen, irgendwie dagegen zu schießen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht haben, weil durch solche Aktionen wird's für jeden immer offensichtlicher, dass man am besten einfach die Massen, die Medien einfach komplett links liegen lässt. Juhu, die Polizei ist auch mal da. Also ich habe einen Text geschrieben vorgestern, vielleicht hat den der ein oder andere auch schon bei Facebook gelesen. Der heißt Weltfrieden, neue Weltordnung und Friedensmahnwachen. Ich versuche gerade zu verstehen, für mich selbst herauszufinden, warum ich so viel Energie in diese Friedensmahnwachen stecke. Warum es mir so wichtig ist oder scheint, ich nerv an meinem Umkreis bestimmt schon viele damit. Zwei Begriffe kommen mir da in den Kopf. Weltfrieden und neue Weltordnung. Mit neuer Weltordnung meine ich nun nicht irgendwelche Verschwörungsgeschichten. Da haben ja schon Präsidenten und viele Politiker öffentlich von gesprochen, haben dieses Wort gebraucht, neue Weltordnung. Und auch diese reden dann oft davon, dass auf der Welt Frieden ist. Aber was deren neuen Weltordnung immer zugrunden liegt, ist, dass immer wenige über viele herrschen. Pyramidale Grundstrukturen mit Machtkonzentrationen weit abseits von normalen Menschen, die kriegen doch überhaupt nicht mit, was uns beschäftigt. Sieht man doch jetzt schon, dass die komplett am Volk vorbei entscheiden. Das ist doch alles total auf den Kopf gestellt. Die sollten doch uns vertreten und nicht wir blind horchen, was da oben jemand beschließt, der überhaupt gar nicht weiß, was den normalen Menschen überhaupt noch beschäftigt. So sehe ich das. Von Frieden wird auch schon geredet, solange ich denken kann. Unzählige Friedensmissionen, womit Soldaten, Waffen, Bomben, Drohnen, Terror und Tod ein Frieden und Demokratie in fremden Ländern missioniert wird. Was hat das nun mit den Mahnwachen zu tun? Ich glaube, ich wünsche mir einfach Menschen zu finden, die auch eine neue Weltordnung sich wünschen und Weltfrieden. Menschen, die zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind wie ich. Nämlich, dass Gewalt niemals ein Weg zum Frieden sein kann. So sehe ich das. Das funktioniert einfach nicht. Dass Frieden im Inneren beginnt und immer schon da war. Dass das im Außen von Menschenhand Geschaffene immer ein Spiegel des Inneren ist. Dass ich eine Wahl und Verantwortung habe für mein Denken, Schaffen und deren Auswirkungen auf unsere gemeinsame Welt. Wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle Menschen. Und innerhalb dieses Bootes, der Erde, ist alles, was wir benötigen, um glücklich und zufrieden zu leben, im Überfluss vorhanden. Wo wir uns die ganze Zeit drum streiten, was wir uns abhalten, ein Kampf darum, den wir uns abhalten, der ist doch total sinnlos, wenn nicht sogar wahnhaft zu nennen. Wir haben uns nur so weit von der Natur entfernt, dass wir das gar nicht mehr mitnehmen, gar nicht mehr mitkriegen, wie viel Überfluss eigentlich da ist. Frieden ist der Weg. Die neue Weltordnung, wie ich sie mir wünsche, ist nicht mehr fremd, sondern selbstbestimmt. In kleinen Gemeinschaften, regional, Hand in Hand, wo Menschen sich in die Augen schauen und kennen. Gemeinsam sinnvoll Erschaffendes und nicht länger gegeneinander Schrott produzieren. Das ist doch das. Alle reißen sich den Arsch auf den ganzen Tag. Man guckt euch mal auf dem Planeten um. 90% von dem, was wir herstellen, was wir produzieren, landet letztendlich im Müll. Also, für mich ist das nicht sinnvoll irgendwie.
Mit Menschen, die selbstbewusst Verantwortung für ihr Handeln und ihre Gedanken übernehmen, weil wir eins erkannt haben, wie innen so außen. Jede meiner Handlungen bewirkt Veränderungen in unserer gemeinsamen Welt, für die ich allein Verantwortung trage. Diese neue Ordnung findet sich von selbst, ist schon lange in uns allen angelegt, entspricht unserer wahren Natur als freie, selbstbewusste Kinder, Frauen und Männer, die füreinander da sind, im Herzen verbunden, ohne viel Worte, ohne Kampf. Vielleicht hat das alles viel mehr mit Fühlen, Zulassen, Loslassen und Frieden in sich selbst, in jedem Einzelnen finden zu tun, als wir alle denken. Wir haben uns nur darauf eingelassen, immer mehr Verantwortung abzugeben und andere Entscheidungen für uns treffen zu lassen. Ich habe hier das Beispiel Glühbirnenverbot, aber ich möchte nochmal hier auf den Bericht von Spiegel TV auch nochmal drauf gehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in irgendwelchen Gesprächen war mit Menschen, wo die mir dann mit Artikeln aus dem Spiegel gekommen sind. Ja, der Spiegel behauptet aber dies und das. Tut mir leid, ich hinterfrage diesen Artikel und sehe sie lügen. Das, was sie dort darstellen, ist nicht das, was ich hier mit den Menschen auf den Mahnmachen in der Brücke erlebe. So. Und dieses Entscheidungen, andere Entscheidungen für uns treffen lassen. Ich bleibe jetzt wieder bei dem Beispiel der Glühbirnenverbot. Wie irrwitzig ist es denn, dass alle hinnehmen, als ob es das Natürlichste der Welt wäre, dass andere besser wissen, was in meinem Leben richtig oder falsch ist? Was ist das für ein Schwachsinn? Nee, ich weiß am besten. Ich weiß das am besten und ich übernehme dafür Verantwortung. Entspricht zumindest mehr meiner Natur oder entspricht zumindest eher meiner Natur als nichts hinterfragen und folgsam sein. Ich brauche keinen Herrscher. Ich brauche keinen, der mir Vorschriften macht. Niemand, der für mich spricht. Ich wünsche mir selbstbewusste, aufrechte Menschen, denen ich vertrauen kann und die mir vertrauen. Die füreinander da sind und einstehen, offen und ehrlich über alles reden können, sich aufeinander verlassen können und gemeinsam mehr erschaffen können, denn als Einzelner. Jeder hat Stärken und Schwächen und gemeinsam werden die Stärken stärker und die Schwächen schwächer. Ich wünsche mir in Liebe mit anderen freudvoll und sinnvoll zu leben und diese Welt im Einklang mit der Natur zu gestalten. Erstmal zu heilen von den Folgen unserer Gier. Gier und künstlich erzeugten Mangel, den Überfluss der Natur verachtend, ja verdrängend. Und so wichtig ist mir das Ganze, weil ich sehe und wahrnehme und spüre ganz tief innen drin, welches Leid unser dauernder Kampf auf dieser Welt verursacht und bewirkt. Ich kann es spüren und ich bin mir sicher, es kann jeder Einzelne. Wenn man nicht gerade voll in sein Tun konzentriert ist, wenn man nicht gerade beduselt wird von irgendwelchen Massenmedien, wenn man nicht abgelenkt ist, wenn man Verantwortung übernimmt und hinsieht, seht hin, dann spürt ihr das Leid. Es sterben Menschen jetzt tagtäglich. Seht hin, schaut nicht mehr weg. Wir sind doch mitfühlende Wesen. Vielleicht will ich auch ganz egoistisch nur einmal erleben, wie sich eine Welt ohne so viel Angst, Schmerz und Pein anfühlt. Und habe die Hoffnung, dass andere sich das auch wünschen und wir endlich friedvoll zusammenkommen und sinnvoll, verantwortungsvoll, respektvoll, freudvoll und liebevoll miteinander leben. Vielleicht habe ich auch Angst, dass wenn wir das nicht hinbekommen, die Spezies Mensch sich in kürzester Zeit größtenteils selbst zugrunde richten wird. Ganz viel unterstützt von solchen Massenmedien. Vielen Dank an Spiegel TV nochmal für diese Vorlage, damit man einfach mal sieht, was da eigentlich abläuft. Viele sterben jetzt schon, qualvoll. Ich sehe viele, viele Abgründe auf dem Weg, wo jetzt gerade die Masse langläuft. Wenn wir da nicht irgendwie umschwenken, werden es immer mehr. Wollt ihr das? Ja oder nee? Ja, eben. Ich kann noch nicht ganz allein sein mit solchen Gedanken und Gefühlen und dem inneren Drang, auch Großes zu träumen und dafür zu leben. Weltfriede, oder? Danke.